Wir haben auch, was das Packaging betrifft, uns nochmal deutlich erhöht. Alle Produkte werden in Metallfarbeimern versandt. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, wie angekündigt, heute die Vorstellung der neuen Kollektion von MAM Art Destructeur. Am 27., das ist der Freitag von 19 bis 20 Uhr, wird der Online-Shop auf mamvienna.com zum Pre-Drop geöffnet. Das heißt, ihr habt wieder eine Stunde Zeit, hier vorzubestellen anhand der Designs, die ich euch via Grafiken präsentieren werde. Für all jene, die MAM schon kennen, wissen, was für eine Qualität wir liefern. Die haben dann natürlich auf Vertrauensbasis wieder die Möglichkeit, hier vorzubestellen anhand der Grafiken und wissen somit, dass sie fix etwas bekommen. Wir haben die Stückzahl enorm erhöht, mussten wir natürlich auch nach der letzten Kollektion, war nach 3 Minuten ausverkauft. Solange nicht ganz Deutschland und Österreich auf einmal einkauft beim Pre-Drop, werden wir diese Stunde auch offen haben. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, safe was zu bekommen. Ich werde euch heute die einzelnen Designs vorstellen, werde aber auch vorab nochmal auf die Produkte eingehen. Ganz kurz nebenbei, MAM ist aber absolut nicht für jedermann, sondern wirklich nur für Menschen unter euch, die sich eine hohe Qualität erwarten, die es wertschätzen wissen, dass hier Handmade Products am Start sind, die mit den feinsten Nähten und Stoffen verarbeitet werden. Was die Stoffe betrifft, haben wir nochmal ein ganzes Level gesteigert. Wir haben noch hochwertige Stoffe, die auch in der Grammatur noch mal stärker sind. Das heißt, wir haben 430 GSM bei den Hoodies und 300 GSM bei den Shirts. Nochmal etwas dicker, nochmal etwas feiner das Ganze. Wir haben die Schnitte leicht verändert, da gehe ich aber in den einzelnen Produkten nochmal ein. MAM ist eine High-Fashion-Brand, wir produzieren im Luxusbereich und der besondere Luxus für den Konsumenten ist, dass im Gegensatz zu den Häusern, die in unseren Produktionsstätten produzieren, verlangen wir nur ein Viertel der Preise, die die aufrufen. Highest Quality zum besten Preis, liebe Leute, das ist MAM. Jetzt will ich aber gar nicht länger labern, liebe Leute, ich nehme euch mit in die Galerie von MAM Art Destructeur. Ja, Freunde, kurzer Switch, extra hier Greenscreen ausgepackt, um euch die Kollektion bestmöglich zu präsentieren. Ihr wisst, gerade die Substanz, die Geschichte und die Storyline hinter jeder Kollektion wird bei uns groß geschrieben. Für mich ist Mode einfach ein Ausdruck. Ihr habt die Möglichkeit, hier nicht einfach irgendwelche Klamotten überzuwerfen und als Kleiderständer zu fungieren, sondern bietet ihr die Leinwand für die Kunst, die wir hier geschaffen haben. Künstler und Kunst ist nämlich genau dieses Thema, womit wir uns beschäftigen. Art Destructeur bedeutet übersetzt zerstörerische Kunst. Jedes einzelne Piece zeigt eine andere Nuance der Geschichte und hier werden sehr, sehr viele Künstler in die einzelnen Pieces mit einfließen. Im Gesamtensemble ist es einfach eine sehr abgerundete Geschichte. Freunde, wir beginnen mit dem ersten Design und zugleich auch dem Herzstück dieser Kollektion. Und das ist unser erster schwarzer Hoodie, liebe Leute. Ich gehe zuerst auf den Schnitt ein. Es ist ein völlig anderer Schnitt. Wir haben hier viel längere Ärmel. Der Bund ist aber auch etwas länger geworden. Weicht ab von dem Hoodie, den ich hier trage. Wir haben auch Nähte, die sehr rough verarbeitet wurden, um diesen zerstörerischen Charakter hier auch reinzubekommen. Wie einige von euch wissen, Beltracchi, einer der berühmtesten Kunstfälscher, der jemals gelebt hat, hat nicht einfach Kunstwerke kopiert, sondern den Stil einzelner Künstler kopiert, sich daran inspiriert, neue Kunstwerke geschaffen, dann allerdings den Namen der Künstler drunter geschrieben, von denen er sich inspiriert hat und somit klarerweise auch Fälschungen geschafft. Deswegen haben wir auch in der Vorderseite Inspiration und Replikation in der Spiegelung stehen und hinten haben wir uns nochmal an einem berühmten Kunstwerk von Beltracchi, das hätte ein Campendong sein, inspiriert und daraus wieder ein neues Werk geschaffen, also genau das gleiche gemacht, was Beltracchi auch gemacht hat. Ein Kunstwerk, das mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und im Gesamtensemble mit dem roughen Schnitt bildet es eine relativ nice Abrundung. Kommen wir zum nächsten Design und das ist unser Monet bzw. Money Hoodie. Wir sehen es hier schon, babyblauen Ton haben wir gewählt. Wir haben ein 3D-Printing auf der Front, auf der Brustseite. Hier haben wir Monet, aber auch gleichzeitig Money stehen. Monet, bestimmt ein Künstler, den einigen von euch bzw. auch euren Eltern ein Begriff ist. Einer der bekanntesten Künstler, ähnlich auch wie Picasso. Wir haben hier das Money und das Monet auch in Spiegelung gesetzt, soll so ein bisschen anzeigen, inwieweit der Kapitalismus, wer bietet noch mehr für das nächste Kunstwerk, die eigentliche Kunst dahinter zerstört. Also ein bisschen gesellschaftskritisch auch in diesem Bereich. Hinten haben wir dann nochmal dein 3D-Printing mit der Kollektionsbezeichnung und wie gesagt auf der Kapuze dann nochmal einen Stick. Ein sehr, sehr knalliger, schöner Hoodie. Ich finde gerade auch das Rosa bringt das Babyblau nochmal schön hervor. Das ist der zweite Hoodie aus unserer Kollektion. Hat einen ähnlichen Schnitt wie der Hoodie, den ich hier trage. Ist ebenfalls ein MAM Hoodie
Und auch der Hoodie, den ich euch als nächster präsentiere, der Zip Hoodie, hat den gleichen Schnitt. Wir haben hier zum allerersten Mal bei MEM einen Zip Hoodie. Wir haben hier einen österreichischen Künstler namens Ricardo Hackl beauftragt, eine eigene Skizze anzufertigen, eine eigene Zeichnung anzufertigen, die so ein bisschen die Vergänglichkeit der Schönheit aufzeigen soll. Manche von euch werden es schon mal gesehen haben. Wir haben das bereits im Oktober oder so auf der Instagram MEM Page schon mal geteilt, weil wir sehr, sehr stolz sind auf dieses Kunstwerk, das da uns zur Verfügung gestellt wurde. Also vielen lieben Dank an der Stelle. Wir haben vorne den Zip und auf der Seite nochmal die Bezeichnung mit MEM Vienna. Was den Zip betrifft, einige von euch haben vielleicht mitbekommen, wir haben einen 3D-Zipper designt mit so einer Wäscheklammer. Sehr viele Künstler haben ja zum Trocknen ihre Kunstwerke mit Wäscheklammern aufgehängt und gleichzeitig tragen Wäscheklammern auch die Kleidung und somit war es klar, dass man hier eine gute Symbiose findet. Ich kann noch nicht zu 100% sagen, ob dieser Zipper kommt, aber lasst euch überraschen, Freunde. Das waren die drei Hoodies, die mit dieser Kollektion kommen. Ich möchte jetzt direkt zu den Shirts gehen. Wir beginnen direkt mit unserem Beltracchi Shirt. Wir haben hier ein cremeweißes Shirt gewählt. Zu den Shirts, wir werden nochmal kürzer, was den Schnitt betrifft, zur letzten Kollektion. Ansonsten bleiben wir mit der Ärmellänge gleich, da wir da sehr zufrieden sind. Wir haben hier bei diesem Shirt einen Creme-Weißton gewählt, damit diese roten, knalligen Farben nochmal schön herauskommen und ich finde, das ist uns auch sehr gut gelungen. Kommen wir zum nächsten Shirt, das ist das Banksy-Shirt, auch ein Shirt, das mir sehr, sehr gut gefällt. Banksy ist natürlich ein Künstler, der vielen von euch ein Begriff ist, ein Graffiti-Artist, der aber immer wieder in die Kritik kommt, dass das, was er macht, eigentlich gar keine Kunst, sondern Vandalismus ist. Wände beschmieren ist natürlich nach wie vor illegal und somit ist das keine Kunst, sondern eben Zerstörung. Deswegen haben wir uns auch überlegt, ein Hangman-Design zu machen. Das Wort wurde nicht ganz erfüllt, Vandalism, somit wurde der Mann gehängt. Wir haben auch den Kopf mit einem Anarchiezeichen verziert, um gleichzeitig auch den Namen MEM zu bilden. Und Punk ist ja das Sinnbild der zerstörerischen Kunst, geht ja auch darum, das System zu stürzen. Und wir haben nochmal den klassischen Banksy-Luftballon mit drin. Das ist ein Stonewashed-Shirt mit Distressed-Kragen und auch unten am Bund ist das Ganze nochmal Distressed. Kommen wir zum nächsten Shirt, liebe Leute. Wir bleiben bei Graffiti, wir bleiben bei Vandalismus und wir haben uns einen der bekanntesten Graffiti-Künstler zur Brust genommen. Der hat uns hier dieses MEM-Logo nochmal als Graffiti gemacht. Haben wir hinten groß, vorne gibt es kein Print, das ist ein Backprinting und auf der Schulter haben wir dann nochmal ganz schlicht die Kollektionsbezeichnung plus MEM 2021. Was zu dem Print zu sagen ist, das ist kein normaler Print, sondern ein 3D-Print. Das heißt, wenn man drüber greift, spürt man auch deutlich, dass es aus dem Stoff herauskommt. Gibt dem Ganzen dann nochmal so eine 3D-Grafik, wenn man sieht. Und unsere fleißigen Portugiesen haben den Schnitt nochmal etwas nach oben genäht. Das heißt, wir haben hier ein Crop-Shirt, das sehr, sehr nice fallen wird für alle, die es gern sehr, sehr boxy haben. Kommen wir jetzt vorne zum letzten Shirt. Ein Shirt, das vor allem jenen gut gefallen wird, die auf schlichte Printing stehen. Wir haben hier ein Shirt gewählt, das hier nur MEM Vienna und drunter die Kollektionsbezeichnung Art Destructeur trägt. Wir haben auch hier das A wieder mit einem Kreis verziert, um hier dieses Anarchie, diesen Punk wieder mit einfließen zu lassen. Einfach nur basic zu machen, käme mir aber niemals in dem Sinn. Somit gibt es für all jene, die genau aufgepasst haben, auf der linken Seite am Ärmel nochmal eine strichlierte Linie. Diese strichlierte Linie soll euch dazu aufrufen, Teil der zerstörerischen Kunst zu sein. Es geht nämlich darum, selbst euer Shirt einzuschneiden und somit euer eigenes zerstörerisches Kunstwerk zu schaffen. Muss man natürlich nicht, aber wer es möchte, Teil der Kunst werden, ist natürlich herzlich dazu aufgerufen. Wie ihr wisst, es wird noch eine Jeans rauskommen, die werde ich aber in dieser Pre-Drop-Vorstellung nicht vorstellen. Das Video geht jetzt auch schon wieder relativ lang. Es war klar, dass das Ganze etwas länger dauert, da wir sehr viel kreativen Input in die Marke setzen und einfach absolut detailverliebt sind. Und es wäre einfach schade, diese Details für uns zu behalten, sondern euch einfach auch zu zeigen, in welche Richtung das mit der Marke geht. Deswegen vor allem nicht vergessen, 27. von 19 bis 20 Uhr ist der Online-Shop geöffnet, solange nicht alle Stricke reißen und die Nachfrage wieder so immens hoch ist. Wie gesagt, die Stückzahl wurde deutlich erhöht. Danach geht es 3 bis 4 Wochen, ist die Lieferzeit und eure Produkte werden nicht einfach so erhalten, sondern wir haben auch, was das Packaging betrifft, uns nochmal deutlich erhöht. Alle Produkte werden in Metallfarbeimern versandt und die Produkte selbst sind dann nochmal in Seidenpapier verpackt. Das heißt, auch beim Packaging fahren wir die Linie weiter. Wir haben ein High-Fashion-Produkt und ihr werdet beim Tragen, beim Auspacken in einem durch immer wieder merken, dass es sich hier um ein Luxusprodukt handelt. Das ist mir einfach wichtig und ja,
einen Champagner präsentiert man auch nicht im Tetrapack. Freunde, lasst mich sehr gerne eure Meinung wissen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Produkt euch am besten gefällt. Ich freue mich schon, einige von euch um 19 Uhr am Freitag begrüßen zu können. Wer möchte, kann sich gerne etwas holen. Für all jene, die Produkte gern in Real Life sehen möchten, gibt es natürlich dann beim offiziellen Drop die Möglichkeit am 27. März. Ich werde nochmal eine Größentabelle posten auf unserer Instagram-Page MEM Vienna. Schaut auf alle Fälle vorbei und lasst auch ein Abo da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Das war's von mir, euer Maximilian.